HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Mini-Jubiläum, nämlich zu unserer 70. Ausgabe von HSV, wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und wie fast immer begrüße ich zum einen in unserer Zoom-Leitung Henrik. Moin Henrik. Moin Kai. Und zum anderen begrüßen wir heute direkt vor dem Spiel des HSV gegen Fortuna Düsseldorf einen Gast, mit dem wir natürlich sehr gut über den HSV sprechen können, sehr, sehr gut über Fortuna Düsseldorf sprechen können und ganz nebenbei auch ganz gut über den FC St. Pauli sprechen könnten. Und dieser Gast wird von seinen Allerliebsten vorgestellt. Dieser Junge kann ganz viele Tore schießen. Lebende Fortuna-Legende. Wird von mir nur mit seinem Vornamen angesprochen, wenn es richtig Ärger gibt. Ansonsten ist er mein Mäuschen. Er ist ein guter Beschützer und der beste Papa der Welt. Ja, wir freuen uns natürlich auf die lebende Fortuna-Legende, den besten Papa der Welt und vor allem Mausi. Herzlich willkommen, Ruben Hennings. Hi. Bei uns im Abendblatt-Podcast. Guten Abend, hi. Ja, das war doch schon mal eine schöne Einleitung. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du heute Abend ein bisschen Zeit für uns hast. Als lebende Fortuna-Legende und früherer Hamburger bist du natürlich der perfekte Podcast-Gast für uns vor dem Spiel des HSV bei Fortuna Düsseldorf. Ja, vielleicht nochmal ein Wort zu unserer Vorstellung. Hat deine Familie denn dich gehalten oder wusstest du schon, was dich zur Vorstellung erwartet? Nee, das hat mich jetzt gerade total überrascht und ist ja echt total geglückt, die Überraschung. Freut mich sehr. Ja, sehr gut. Also deine Familie hat dich gehalten, das freut uns natürlich und du wusstest nicht, was dich erwartet. Wir wissen nicht so richtig, was uns möglicherweise am Dienstag erwartet. Also wir wissen schon, dass uns das Topspiel des Spieltags erwartet. Das kann man, glaube ich, so sagen, wenn der Vierte gegen den Ersten spielt, dein Fortuna in Düsseldorf gegen dein Ex-Club HSV. Das ist dann tatsächlich so ein richtiges Spitzenspiel, oder? Ja, ich denke schon. Die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall gegeben. Ich denke auch, was so die Punkteausbeute in den letzten Wochen gerade bei uns anbelangt. Ja, wir haben aufgeholt, sind jetzt in Schlagdistanz und ja, wir sind aktuell jetzt Vierter, glaube ich, nach dem Spieltag. Der HSV ist Erster. Sind gute Voraussetzungen für ein gutes Zweitligaspiel. Ja, ihr habt ja bereits am Freitag 3:3 gegen Fürth gespielt. Das war ja auch ein rasantes Spiel mit einer guten Wende, wie auch gestern beim HSV, der 4:2 in Braunschweig gewonnen hat und sich jetzt die Hinrundenmeisterschaft gesichert hat. Hast du das Spiel gesehen im Fernsehen? Ja, die meisten Teile habe ich mir angeguckt. Ist natürlich ein bisschen mitgeholfen worden von Braunschweiger Seite aus, würde ich fast sagen. Aber gut, es ist halt, ne, die Qualität ist ja absolut da und wenn dann so viel Druck ausgeübt wird, dann macht man vielleicht den einen oder anderen Fehler und ja, die hat der HSV eiskalt dann ausgenutzt. Du sagst, die Qualität ist da. Wie bewertest du den HSV so ein bisschen aus der Entfernung gesehen? Alle sagen ja, das sei jetzt der größte Aufstiegsfavorit. Jetzt sind sie auch Erster nach der Hinrunde. Ist es der größte Aufstiegsfavorit oder kann man das jetzt vielleicht so noch gar nicht richtig sagen? Also ich glaube, dass sie, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber mehr Zweitliga-Erfahrung als in den letzten Jahren haben. Ich glaube, es ist natürlich ein anderer Fußball als in der ersten Bundesliga. Und im ersten Jahr hatten sie noch viele Bundesligaspieler mit in ihren Reihen und haben dann fußballerische Qualität natürlich gehabt, aber so dieses kämpferische war jetzt nicht so da. Und ich glaube, dass es in diesem Jahr einfach anders ist. Sie sind sehr, sehr gut aufgestellt, wirken sehr stabil und sieht man ja auch anhand der Punkteausbeute, dass es alles Hand und Fuß hat, was da auf die Beine gestellt wurde. Deine eigene HSV-Zeit ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Du bist in der Jugend dann aus Oldesloe zum HSV gewechselt, hast dann später in der zweiten Mannschaft noch gespielt. Schaust du trotzdem noch ein bisschen genauer hin, was beim HSV passiert im Vergleich zu anderen Vereinen? Ja, absolut. Also ich war ja 7 Jahre insgesamt in der Jugend und dann auch in der zweiten Mannschaft mit dabei. Habe 1,5 Jahre bei den Profis auch regelmäßig mittrainiert.
Das ist natürlich schon eine sehr, sehr lange Zeit, in der man dann auch viel Sympathie natürlich auch für den Verein entwickelt hat. Aber dann habe ich halt gemerkt, okay, für mich geht da jetzt da so der Weg nicht weiter. Ich wollte was Neues machen und das ist jetzt ja auch schon Ewigkeiten her, aber so richtig, also klar, man guckt immer noch irgendwie ein bisschen mehr auf den Ex-Verein als auf andere Vereine. Du hast eben gesagt, dass als Henrik dich gefragt hat nach dem HSV, dass sie vielleicht ja in der Saison so ein bisschen Zweitligastärke dazu bekommen haben und sich jetzt ein bisschen besser an der Liga vielleicht auskennen. Bei euch ist aufgefallen, dass man hatte das Gefühl, ihr musstet euch auch erstmal an die Liga gewöhnen. Also ihr habt das erste Spieltag HSV gegen Düsseldorf, wenn ich das so sagen darf, war Düsseldorf nicht wirklich gut. Und ihr habt dann ja, ich glaube, nach 12 Spieltagen wart ihr noch ziemlich weit da unten, habt 0-5 in Bochum verloren und seid jetzt aber so ziemlich das formstärkste Team, ich glaube seit 8 Spielen oder so ungeschlagen, richtig, richtig viele Siege in der Zeit geholt. Woran lag das, dass es am Anfang so gehakt hat und dass es jetzt so extrem, extrem gut bei euch läuft? Ja, wir hatten einen wirklich sehr großen Umbruch im Sommer, viele Abgänge und es hat ein bisschen gedauert, bis Neuverpflichtungen dazukamen. Wir waren im Trainingslager und hatten, glaube ich, 13 oder 14 Feldspieler nur. Und es hat dann alles ein bisschen gedauert, bis Neuzugänge verpflichtet wurden. Dann musste das alles erstmal so ein bisschen ins Rollen kommen. Dann hat sich der ein oder andere Spieler verletzt, der dann auch wieder ein bisschen länger ausgefallen ist, der eine wichtige Rolle gespielt hätte. Und es hat dann alles ein bisschen gedauert, bis wir ja wirklich in die Spur gekommen sind. Und es war von uns innerhalb des Teams zu erkennen, dass wir Qualität da haben. Wir konnten sie halt an den Wochenenden nicht so auf dem Platz umsetzen. Aber wie wir es dann gemeistert haben und auch Ruhe bewahrt haben, kann man im Nachhinein nur glücklich drüber sein, weil vielleicht, wenn man da wieder irgendwie alles über den Haufen geworfen hätte, wer weiß, ob da dann so das alles gegriffen hätte, wie es jetzt hat. Du hast ja die Veränderung schon angesprochen im Sommer bei der Fortuna nach dem Abstieg. Wie war das bei dir persönlich? War für dich klar, dass du den Weg in die zweite Liga auf jeden Fall mitgehst oder hast du vielleicht noch den Gedanken gehabt, dich auch nochmal zu verändern, so im Spätherbst deiner Karriere? Ja, ich war riesig enttäuscht über den Abstieg, weil der wirklich zu vermeiden war. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten 6-7 Spielen, haben wir so oft am Ende des Spiels Punkte liegen lassen. Wenn wir die geholt hätten, hätten wir nicht mal mehr über die Relegation nachdenken müssen. Da hätten wir den Klassenerhalt auch so geschafft. Da war halt erstmal wirklich eine große Enttäuschung da. Aber ernsthafte Gedanken jetzt irgendwie wegzugehen, hatte ich eigentlich nicht. Man hat immer mal was gehört, dass da oder da irgendwo Interesse ist. Aber ich bin ja jetzt in einem Alter, wo man dann auch schon mal so ein bisschen übers Karriereende hinausdenkt und auch mit 3 Kindern macht man da eigentlich nicht mehr irgendwie so Hals-über-Kopf-Geschichten. Wenn ich jetzt nur mit meiner Frau zusammen wäre, dann ist es natürlich einfacher. Aber hier so alle Zelte abbrechen und die Kinder aus der Schule rauszureißen, das wollten wir dann auch nicht mehr. Und scheint ja auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Wie gesagt, ihr seid jetzt auf ganz gutem Kurs wieder, dass ihr möglicherweise dann auch direkt wieder zurück in die Bundesliga kommt. Es gibt einen Düsseldorfer, der sich da sogar ziemlich sicher ist, dass ihr nächste Saison wieder in der Bundesliga spielt und nicht nur, dass ihr in der Bundesliga spielt, sondern dass da auch du möglicherweise eine ganz gute Rolle spielen könntest. Den hören wir jetzt mal. Hallo Rufen, hier ist dein alter Trainer Friedhelm und ich habe mal folgende Frage. Traust du es dir zu, wenn ihr aufsteigt, wovon ich ausgehe, dass du im nächsten Jahr, in der nächsten Saison in der Bundesliga wieder zweistellig triffst? Ich traue es dir zu. Jetzt bin ich gespannt, ob du dir das selber auch zutraust. Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit und Glück in den nächsten Wochen. Ja, dein ehemaliger Trainer, Friedhelm Vogel, macht ja direkt schon mal wieder ein bisschen Druck, ne?
gefragt. Ja, aber er weiß ja, wie er mit mir umgehen soll. Ja, also gut, das schauen wir natürlich dann erstmal, wenn es soweit ist. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Ich traue es mir auf jeden Fall zu. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Von selbst jetzt, ich werde zwar immer älter, aber ich glaube, an meiner Spielweise macht sich das Alter jetzt nicht so bemerkbar. Es ist jetzt nicht, dass ich absolut nur von meiner Schnelligkeit gelebt habe oder lebe, die dann halt im Alter so ein bisschen abbaut. Ich versuche halt auch so im Spielaufbau viel teilzunehmen und ja, und dann in der Box, ja, hat man halt Näschen oder man hat es halt nicht. Und letztes Jahr hat es halt überragend geklappt in der Saison in der Bundesliga. 15 Tore habe ich geschossen. Ich würde mich natürlich riesig freuen und wie gesagt, ich würde es mir auch zutrauen, nochmal eine ähnlich gute Rolle zu spielen. Friedhelm Funkel, ich glaube, das kann man so sagen, war ja so eine Art oder ist vielleicht immer noch so eine Art Volksheld in Düsseldorf, sehr, sehr, sehr beliebt bei den Fans. Welche Rolle hat er für dich in deinen Jahren in Düsseldorf gespielt? Ja, also er ist wirklich im Verein, gerade auch bei den Zuschauern, sehr, sehr beliebt. Es ist einfach seine Art. Er war immer sehr gelassen. Es ist in einem Verein, wo es auch manchmal turbulent zur Sache gegangen ist, war es absolut der richtige Mann zur richtigen Zeit. Als er gekommen ist, war es ein bisschen schwierig. Man stand schon, glaube ich, mit einem Bein in der dritten Liga. Den Abstieg hat er abgewendet. Dann hat sich der erste Kontakt zu mir auch ergeben. Und hat mir erzählt, was er so vorhat. Und er weiß, wie man aufsteigt von der zweiten in die Bundesliga. Ist der Rekordtrainer, dem das gelungen ist. Und ja, wir haben immer ein sehr, sehr offenes und ehrliches Miteinander gehabt. Und er wusste einfach auch, viele schlechte Spiele mal einzuschätzen oder auch in guten Zeiten ist er nicht zu euphorisch geworden, sondern er konnte alles immer sehr, sehr gut einordnen und hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch von außen nicht reinreden lassen. Er hat sein Ding durchgezogen und ja, ich habe 3,5 Jahre mit ihm zusammengearbeitet und ich würde sagen, dass die sehr, sehr erfolgreich auf jeden Fall waren. Natürlich war es dann im zweiten Jahr schwierig, das nochmal so zu wiederholen. Wir haben die erste Bundesliga-Saison haben wir am, ich glaube, 28. Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Das ist unter den Voraussetzungen, die wir hatten, gar nicht hoch genug eigentlich einzuordnen. Dass man dann halt im zweiten Jahr ein bisschen mehr Probleme hatte oder haben wird, war eigentlich klar. Aber ja, er ist einfach nicht von seiner Marschroute abgewichen. Er hat die Ruhe bewahrt. Wie es ausgegangen wäre mit ihm, weiß man natürlich nicht. Aber ich habe ihm viel zu verdanken. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit ihm. Auch danach hatten wir immer noch mal ab und zu Kontakt. Und ja, wer weiß, vielleicht stoßen wir in 1,5 Jahren dann mit einem Bierchen an und feiern meine 10 Tore in der Bundesliga. Friedhelm Funke weiß auf jeden Fall, wie man aufsteigt. Beim HSV weiß auch jeder, dass der HSV eigentlich aufsteigen will. Nur richtig sagen tut es keiner beim HSV im Moment. Wie ist das eigentlich in Düsseldorf? Ist der Aufstieg das klar formulierte Ziel oder schaut ihr auch erstmal, wie sich die Saison entwickelt und wartet noch ein bisschen mit der Formulierung? Nee, also man wird ja eh immer von den Journalisten ganz gerne gedrängt, irgendeine Zielsetzung auszugeben und Fortuna Düsseldorf wollte erstmal die Transferperiode abwarten, hat dann am 5. oder 6. Oktober, als dann der Kader feststand, haben sie dann auch das Ziel abgegeben, dass man wieder aufsteigen möchte. Und es war in der damaligen Situation, wurde man so ein bisschen belächelt, weil wir nicht so gut dastanden in der Tabelle, aber wie ich vorhin schon angesprochen hatte, wir hatten halt im Verein, in der Mannschaft schon ja, gewusst, was für Potenzial innerhalb der Mannschaft schlummert. Und an der Zielsetzung hat sich jetzt nichts geändert. Das kurzfristige Ziel war dann erstmal, Anschluss an die Tabellenspitze zu haben bis zur Rückrunde. Ja, und das erste Zwischenziel haben wir erreicht. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt, um das nächste große Ziel dann zu erreichen.
Du bist ja nicht, wenn ich dich als Oldesloher sozusagen mal eingemeinden darf, in Hamburg oder Norddeutschland, du bist ja nicht der einzige mehr oder weniger Hamburger in Düsseldorf. Gibt noch einen Kollegen von dir, Raphael Wolf, der hat uns netterweise auch eine Frage geschickt. Ein Moin in die Runde. Ruben, ich habe gehört, du bist heute fürs Hamburger Abendblatt gebucht und brauchst ein paar fiese Fragen gestellt. Ja, erstmal zu dir. Schön, dass wir uns kennen. Schön, dass wir uns nochmal über den Weg gelaufen sind in unserer Fußballkarriere. Ging ja beim HSV los. Jetzt hier bei Fortuna Düsseldorf wieder getroffen und ja, im wahrsten Sinne getroffen. Du hast schon einige Male auch für uns getroffen, auch wichtige Tore gemacht. Und ja, freue mich einfach, dass wir wieder zusammen sind. Bist ein, ja, schöner Wegbegleiter, ein guter Freund geworden und du und ja, deine ganze Familie, deine drei Kids, deine Frau sind mir auf jeden Fall ans Herz gewachsen und ich freue mich, dich kennenzulernen oder euch. Meine Frage lautet, warum der HSV und nicht St. Pauli? Ich hoffe, ich bringe dich damit jetzt nicht ins Schwitzen, aber dir wird schon was einfallen. Ich weiß, dass du schlagfertig bist. Gut, mein Freund, dann hau rein und viel, viel Spaß. Ciao, ciao. Ja, jetzt sind wir gespannt auf deine Schlagfertigkeit, Ruben. Ganz wertneutral fragt das Raphael Wolf, früherer HSV-Kollege von dir. Richtig. Und ja, hat er dich in die Bedrohung gebracht? Ja, warum HSV und nicht St. Pauli? Also ich meine, ich habe bei beiden Vereinen gespielt. Ich bin beiden Vereinen für eine ganze Menge dankbar. Da jetzt irgendwie mich entscheiden zu müssen, ist schwierig, weil... Nee, du schwitzt schon ein bisschen, ne? Nee, absolut nicht. Ich glaube, St. Pauli ist es für mich, weil noch ich da mehr aktiv mitgestaltet habe. Bei St. Pauli mit dem Aufstieg, jetzt gerade auch Schulle als Cheftrainer, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Beim HSV war ich halt Jugendspieler, ein Talent. Ja, war immer mal, saß ich mit dem Kader, aber kein Pflichtspiel für die erste Mannschaft bestritten, wovon jeder Jugendspieler dann träumt, wenn er bei dem Verein ausgebildet wird. Das hat bei mir leider nicht geklappt, aber gut, war auch damals noch eine ganz andere Zeit. Die Ansprüche im Verein waren noch ganz andere. Die Konkurrenz war auch nicht so schlecht. Von daher ging es für mich dann anders weiter. Und wie ich es anfangs schon erwähnt habe, es ist natürlich, wenn du dann 7 Jahre beim HSV hast und in der C-Jugend, B-Jugend und A-Jugend immer Derbys gegen St. Pauli spielst, dann entwickelt sich natürlich so eine Rivalität. Und ja, sogar als ich noch bei der zweiten Mannschaft gespielt habe, haben wir damals in der Regionalliga Nord dann gegen St. Pauli gespielt. Und die Rivalität war immer spürbar. Das waren halt die Spiele, auf die man hingefiebert hat. Und dann ja, bin ich ein Jahr später mit einem Jahr Unterbrechung bei VfL Osnabrück selber ein St. Paulianer geworden. Das musste man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, an die Farbe der Trikots, an die Kultur des Vereins. Aber ja, wie ich es gerade gesagt habe, es ist schwierig, sich da entscheiden zu müssen. Zur Frage der Trikots, wenn ich dich unterbrechen darf, gibt es tatsächlich auch nochmal eine Nachfrage von einem nicht ganz Unwichtigen, der heute beim HSV in führender Position ist, dich aber auch schon seit sehr, sehr langer Zeit kennt und eine Doppelfrage uns zugeschickt hat. Den müssen wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle einmal kurz einspielen. Moin Ruven, hier spricht Klaus Costa. Als ich gehört habe, dass du im Abendblatt-Podcast zu Gast bist, sind mir direkt zwei Fragen in den Sinn gekommen. Zum einen laufe ich im HSV-Campus immer wieder an einem Bild des jungen, dynamischen Ruven Hennings als Nachwuchsspieler des Hamburger SV vorbei. Zum anderen habe ich in meiner persönlichen Trikotsammlung ein Hennings-Trikot vom FC St. Pauli gefunden. Daher die erste Frage, für welchen Hamburger Verein schlägt denn nun dein Herz? Und die zweite Frage, als du im Jahr 2016 in England aktiv warst, hat sich Fortuna Düsseldorf nach dir erkundigt. Wie genau kam es denn damals zur ersten Kontaktaufnahme und was ist daraus geworden? In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß
Und vor allen Dingen ab nächsten Mittwoch eine erfolgreiche Restsaison. Bleib gesund und bis bald. Ciao. Ciao, sagt Klaus Costa, der heutige Chef-Scout des HSV. Mit dem hast du mal zusammen beim VfL Osnabrück gespielt, 2012, richtig, wenn ich nicht alles täusche. Genau. Ja, seine Fragen müssen wir noch mal ein bisschen sortieren. Also die erste Frage hast du ja im Prinzip schon beantwortet, auch wenn du vielleicht etwas eleganter ausgewichen bist. Genau. Ja, Frage Nummer zwei, Kontaktaufnahme zur Fortuna, ne? Ja, also an den ersten Kontakt kann ich mich sogar erinnern. Da war ich mit FC Burnley, waren wir im Trainingslager auf die Saisonvorbereitung auf die Premier League. Und da hatte mich Chris Weber angerufen. Ich denke, dass er von Klaus Costa dann die Nummer wahrscheinlich bekommen hatte und hatte sich das dann mal angehört, ob ich mir das vorstellen konnte. Und da habe ich noch gesagt, okay, ich will jetzt erstmal abwarten, ne? Ich habe die Chance, Premier League eventuell zu spielen. Jetzt will ich erstmal die Vorbereitung hinter mich bringen und mal gucken, wie dann meine Chancen sind. Aber das war auch absolut verständlich für Chris Weber, und der hatte dann sich immer mal wieder erkundigt, und ja, dann hatte auch irgendwann, als es dann in die Richtung ging, okay, wird vielleicht ja doch ein bisschen schwieriger, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln, haben sich dann Chris Weber, Uwe Klein, Robert Palikuccia, die halt in dem Verein dann gerade so das Heft des Handelns in der Hand hatten, haben sich immer mal wieder gemeldet und haben sich sehr um mich bemüht. Dann hatte ich auch ein Gespräch, ja, wo es sich dann eigentlich entschieden hat, mit Friedhelm Funkel geführt. Und ja, dann ging es eigentlich recht schnell, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich ein Jahr ausleihen an die Fortuna. Ja, und im Nachhinein betrachtet würde ich auch sagen, dass es die richtige Entscheidung war. England war ja auch immer ein Traum zu spielen. Letztendlich war es dann nur ein Jahr. Ich glaube, du wärst wahrscheinlich noch gerne länger geblieben, hast aber auch schon mal erzählt, die sportliche Situation war dann nicht mehr so, dass du da genug Spielpraxis hättest bekommen können. Jetzt so im Nachhinein, wärst du gerne noch ein bisschen länger da geblieben? Ja, absolut. Also wir haben uns in dem Jahr sehr, sehr wohl gefühlt. Unser jüngster Sohn ist in Burnley sogar geboren. Wir hatten da wirklich eine schöne Zeit. Es war sportlich auch sehr, sehr erfolgreich für uns als Mannschaft. Ich war so der erste Einwechselspieler, der dann immer reinkam. Zum Ende der Saison dann allerdings wurde Ashley Barnes, der jetzt auch immer noch Stammspieler bei Burnley ist, wurde dann wieder fit. Der hatte eine Kreuzbandverletzung am Anfang des Jahres. Ist gerade gegen Liverpool gewonnen, kann das sein? Ja, genau, der hat den Elfmeter auch dann reingemacht, richtig. Ja, also der ist halt wirklich da im Verein eine Legende, und ich habe, ich glaube, 26 oder 27 Einsätze im Aufstiegsjahr dann gehabt, aber zum Ende der Saison dann ein bisschen weniger, und da war ich 28, dann kurz vor meinem 29. Geburtstag habe ich dann mich dann schon intensiver damit beschäftigt, halt nochmal zu wechseln, aber auch viel mit meiner Frau gesprochen, weil es ist natürlich, wenn du Fußballer bist, ist Trainieren halt nur Trainieren Kacke. Also du möchtest halt am Wochenende Spiele spielen und nicht irgendwie dann bei der Zweitvertretung irgendwelche Testspiele nur mitspielen. Und ja, es war jetzt auch nicht so, ach komm, das eine Jahr kriegst du noch rum, dann hörst du eh auf, sondern ich hatte ja noch ein bisschen was in den Beinen, sage ich mal, und ja, habe dann mit Fortuna, wie gesagt, alles richtig gemacht. Christian Weber, den du eben erwähnt hast, der hat tatsächlich, das war ja damals der Scout in Düsseldorf, der hat tatsächlich die Nummer von Klaus Costa bekommen, das hat er uns auch nochmal erzählt. Die Frage, die du noch nicht beantwortet hattest, ist, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, er sagt, hat er ja am Anfang über das Trikot gesprochen, er meinte, dass er dein Trikot beim Trikotwechsel, ich glaube, da kanntet ihr euch noch gar nicht, als er mit lustigerweise Düsseldorf gegen den FC St. Pauli gespielt hat, und da hat aus dieser Saison, aus diesem Spiel hat er dein Trikot, also ihr seid erst später Freunde geworden, oder? Ich glaube, dass er ein riesen Fan von mir vorher schon war. Na Gott. Also wir haben uns kennengelernt über Dennis Grote. Mit dem habe ich in der U21 zusammengespielt.
Und wir hatten irgendwann in Düsseldorf mal ein paar, zwei Wochen irgendwie so eine Länderspielreise. Und da hatte Dennis Grote, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, sich mit Klaus Koster dann irgendwie getroffen. Und da hat man sich das erste Mal, ist man sich da begegnet und über den Weg gelaufen. Und wenn man dann danach gegeneinander gespielt hat, war es halt so, hey, ja, hier, alles klar. Und so, man hatte Sympathien füreinander. Und ja, als ich dann, ich war nur ein halbes Jahr in Osnabrück, aber da haben wir uns sehr, sehr gut verstanden, auch immer mal wieder was miteinander unternommen. Also ja, wirklich ein netter, absolut feiner Kerl. Hast du denn noch sein Trikot? Ja, selbstverständlich. Na klar. Klaus Koster war ja auch vor einem halben Jahr bei uns im Podcast. Da hast du uns netterweise eine Sprachnachricht auch mit einer Frage geschickt und hast ihn gefragt, wo denn jetzt eigentlich die Dartpfeile sind, mit denen ihr damals in Osnabrück immer zusammengespielt habt. Und genau. Ja, er hat jetzt noch die Antwort dazu. Ach, Ruven, eine Sache hatte ich vergessen. Die Dartpfeile, nach denen du mich gefragt hattest, die sind tatsächlich hier und sind etwas eingestaubt, aber jederzeit für dich zur Abholung bereit. Mach's gut. Ja, das ist doch gut zu wissen. Dann kann man die auch nochmal ein, zweimal in Aktion erleben. Ja, gut, dass wir das jetzt nochmal geklärt haben. Wir wollen nochmal eine Kategorie zurückspielen, nämlich nach ganz früher. Und zwar nach Bad Oldesloe. Und da ich ja auch gebürtiger Bad Oldesloher bin und beim VfL gespielt habe, wollen wir natürlich noch ein bisschen auch über den VfL Oldesloe sprechen, nördlich von Hamburg, für alle Hörer, die das nicht wissen. Wann hast du denn das letzte Mal ein Spiel deines oder auch meines Jugendclubs gesehen? Oh, also mein bester Freund hat noch in der A-Jugend da gespielt. Da habe ich mir dann noch das ein oder andere Spiel mal angeguckt, wenn ich dann Zeit hatte. Von den ersten Herren ist, glaube ich, dann schon sogar ein bisschen länger her. Da müsste ich lügen, weiß ich nicht. Aber war schon immer ein Highlight dann im Travestadion und dann noch schöne Bockwurst oben in der Vereinsgaststätte. Das hatte was. Da ich ja jetzt von Hendriks Erinnerungen von Bad Oldesloe mehr als genug kenne, wollen wir noch mal ein paar Erinnerungen von dir hören. Und bevor wir die selbst erfragen, lassen wir sie sozusagen mal erfragen. Moin Ruven, Klaus Roden hier, dein erster Trainer beim VfL damals. Ja, ich wollte mal wissen, welche Erinnerungen hast du denn an die Zeit damals und insbesondere an ja, die Fahrt zum FC Bayern, wo wir dann zusammen spielen durften. Also mach's gut, schönen Tag noch. Tschüss. Ja, schöne Überraschung, Klaus Roden, dein erster Jugendtrainer beim VfL Oldesloe. Ich glaube, vier Jahre richtig. Hat er dich trainiert, hat er mir erzählt. Ich habe auch selbst nochmal mit ihm zusammengespielt in der zweiten Mannschaft. Also ja, guter, kompakter Stürmer, würde ich jetzt mal sagen. Und erinnert sich auf jeden Fall noch, dass du ein sehr guter Stürmer warst. Und die Fahrt zum FC Bayern München an die Siebener Straße war ja für dich zumindest relativ erfolgreich, oder? Vielleicht kannst du nochmal erzählen. Ja, also es war halt so ein Ausflug, der geplant wurde. Ich weiß gar nicht, wie viele Nächte wir da waren. Auf jeden Fall war es cool. Wir hatten dann auch an der Siebener Straße, also erst hatten wir noch ein Spiel geguckt, der Bayern-Mannschaft, also der ersten Mannschaft. Da haben sie, glaube ich, gegen Rostock verloren. 96, irgendwie sowas war das. Müsste das letzte und Spiel von Otto Rehhagel gewesen sein. Ganz genau, deswegen war am nächsten Tag ordentlich Trubel an der Siebener Straße. Und wir hatten, ich glaube, E-Jugend, wir waren in der E-Jugend und haben da ein Freundschaftsspiel dann gegen die Bayern gespielt. Und ich meine, wir haben knapp verloren, aber ich habe ein wunderschönes Freistoßtor von der Mittellinie, glaube ich, gemacht. Ich hab sogar noch eine Videokassette von dem Ausflug, wo viele Zusammenschnitte sind. Ja, das ist ja sehr cool. Er hat auch erzählt, dass du damals in der F-Jugend schon im Prinzip ja, in der Mannschaft gespielt hast und dir jeden Ball von hinten geholt hast, nach vorne gedribbelt hast und dann mit deinem ja doch gefürchteten linken Fuß dann damals schon reihenweise geknipst hast. Ist das so richtig wiedergegeben? Ja, kann man schon so sagen. Also ja, ich war halt Stürmer und habe in einer wirklich guten Mannschaft gespielt. Wir haben über Jahre sehr, sehr viele
Kreismeisterschaften, ob es draußen oder in der Halle war. Wir haben wirklich sehr, sehr viel gewonnen und da kam auch das ein oder andere Tor von mir dazu. Bad Oldesloe ist ja quasi vor den Toren Hamburgs. Wie kam es dann? Du bist, glaube ich, mit 14 in die Jugend des HSV gewechselt. Wurdest du klassisch entdeckt und wenn ja, von wem? Und hast du dann eigentlich im Internat gewohnt in Norderstedt oder hast du weiterhin bist du jeden Tag gependelt? Ja, also ich bin 2000, im Jahr 2000 bin ich zum HSV gewechselt. Also ich war gerade 13 und entdeckt wurde ich eigentlich von einem Vater aus der Mannschaft von meinem Bruder. Der ist 3 Jahre älter als ich. Und ja, ich war halt auch bei seinen Spielen immer mit dabei und habe dann halt nebendran irgendwie ein bisschen selber dann rumgekickt. Und mein Vater hatte halt einen Kumpel, Bekannten, der Trainer beim HSV war. Und der hatte den dann irgendwann mal gesagt, hier ist ein echt guter, ladet den nochmal ein. Und das haben sie dann auch gemacht. Ich war dann beim Training da, aber das war sogar noch ein bisschen früher. Ich glaube ein Jahr, also 99, irgendwie sowas. Und da wollten die mich dann schon haben, aber ich habe da noch nicht so, also ich kann mich da mal nicht mehr so gut dran erinnern, aber meine Mutter hatte dann gesagt, nach dem Probetraining hatte ich dann aber gesagt, nö, ich möchte noch mit meinen Freunden zusammenspielen. Und der HSV hat da aber immer mal wieder nachgefragt, wie es denn aussieht, fürs nächste Jahr vielleicht. Und ja, dann ist es im nächsten Jahr so gekommen, dann bin ich 2000 zum HSV gewechselt. Erste Zeit dann gependelt, das war dann in der C-Jugend und die 2 Jahre dann gependelt und in der B-Jugend bin ich dann ins Internat gezogen, also junger Jahrgang B-Jugend im Jahr 2002 und dann habe ich 3,5 Jahre im Internat gewohnt. Wie war das damals? Hatte man ein Einzelzimmer als Jugendlicher oder ein Doppelzimmer oder ein Gruppenzimmer? Wie war das im Internat damals? Also es gab ein Doppelzimmer. Und sonst waren es, ich glaube, 13, 14 Einzelzimmer. Ich war zum Glück einer derjenigen, der dann ein Einzelzimmer hatte, weil ich glaube, wenn du Tag und Nacht jemanden direkt um dich rum hast, das hätte mich schon genervt. Ich war ganz froh, wenn man dann auch mal die Tür zumachen konnte und dann auch ein bisschen alleine war. Und wer war dann dein erster HSV-Trainer in der D-Jugend ja wahrscheinlich? In der C-Jugend Niklas Ahlenstiel hieß der und Jörg Christen, genau. Aber ja, leider ist Niklas Ahlenstiel schon vor ein paar Jahren gestorben. Aber ja, mit denen hatte ich selbst danach noch, also als er nicht mehr mein Trainer war, hatte ich immer mal wieder Kontakt mit ihm, bis er dann leider schon auch vor einigen Jahren gestorben ist. Du hast dann ja alle Jugendmannschaften des HSV durchlaufen bis zur zweiten Mannschaft. Und ja, zu deinen ersten Toren für den HSV hat noch ein ehemaliger Wegbegleiter aus diesen Zeiten eine Frage an dich. Grüß dich, Ruven. Muri hier, dein alter Mannschaftskollege aus Hamburger Zeiten. Wir sind uns das letzte Mal, glaube ich, in Düsseldorf am Flughafen vor einigen Jahren über den Weg gelaufen. Ich hoffe, es geht dir gut. Meine Frage an dich, kannst du dich daran erinnern, wer damals im gegnerischen Tor stand, als du deine ersten beiden Tore für die Zweitvertretung vom HSV gemacht hast? Liebe Grüße, bleib gesund, ciao. Du guckst schon so an die Decke, dass du ein bisschen nachdenken musst. Das war auf jeden Fall Muri Adewumni, mit dem du zusammen bei der zweiten Mannschaft gespielt hast. Das habe ich erkannt, aber ich bin am Überlegen. Ich meine, dass das gegen Bayer Leverkusen die Zweitvertretung war. Das ist schon mal korrekt. Adler. Ja, 100 Punkte für den Kandidaten. Fußballtor, das hatte damals noch Seltenheitswert. Ich glaube, 4-1 habt ihr, glaube ich, gewonnen, ne? 4-1 durch 2 Rufen Hennings-Tore, meine ich. Das kann gut nachgeguckt sein. Ja. Zu haben, ja. Ja, ersten beiden Tore gegen René Adler, kann schlechter sein, ne? Ja, war ein guter Start auf jeden Fall. Du konntest dich ja bei den HSV-Amateuren auf jeden Fall sehr häufig in Szene setzen, bist dann ja auch U21-Nationalspieler geworden, hast da ordentlich Tore geschossen. Zu einem Einsatz für die Profis hat es dann allerdings nie gereicht, obwohl du häufiger mal für den Kader nominiert warst. Die Konkurrenz war natürlich jetzt nicht so schlecht mit Paolo Guerrero zum Beispiel, Ivica Olic,
Warst du im Nachhinein ein bisschen frustriert damals oder war das schon okay, dass du überhaupt dabei warst für dich? Ja, also die ersten Male war es natürlich schon okay. Ich kann mich noch ans erste Spiel erinnern. Da haben wir in Köln gespielt. Da hatten wir, ich weiß gar nicht, kurz vorher hatten wir noch ein Spiel mit den Amateuren und da kam Dolly danach auf mich zu und meinte, ja, wir sehen uns dann ja fest mit nach Köln. Und ich war total überrascht. Das hat er mir direkt nach dem Spiel gesagt. Ich wusste gar nicht, was los ist, was er von mir wollte. Aber war dann natürlich cool. Das war in dem Jahr, hat der HSV auch oben noch wirklich eine gute Rolle gespielt. Das war ein 1-0 Auswärtssieg dann. Das war natürlich schon ein Erlebnis, wenn du sonst so vor 200, 300, 400 Zuschauern spielst und dann auf einmal in Köln spielst vor 50.000. Das war schon wirklich cool. Da war man froh, einfach dabei zu sein. Und dann hatte ich noch ein Auswärtsspiel in Aachen, wo dann der HSV auch in Führung war, wo ich dann gedacht habe, so, okay, vielleicht klappt es ja jetzt so, ne, Jungspieler eine Chance geben, aber dann hat sich das Blatt leider so ein bisschen gewendet und ist dann 3-3 ausgegangen. Das war dann... Das war deutlich das letzte Spiel, kann das sein? Mit Eigentor Bastian Reinhardt? Das war in Aachen, meine ich, oder? Ja, hast du nicht Aachen gesagt? Ja, genau, in Aachen. Ich weiß nicht, ob das sein letztes Spiel war, ich hatte dann auch noch das erste Spiel von Huub Stevens war ich dann auch noch im Kader. Da hatte erstmal Carsten Behrer noch ein paar Tage übernommen. Und da habe ich gehofft, weil Carsten Behrer wirklich mich eigentlich die ganzen Jahre komplett durchweg begleitet hat und eigentlich sehr oft auf mich gesetzt hat. Und in der Woche, weiß ich sogar noch, oder die anderthalb Wochen, habe ich so viele Tore im Training geschossen bei den Profis. Habe ich vorher wahrscheinlich auch nie. Und habe gedacht, ey, vielleicht klappt es ja jetzt. Und dann haben wir gegen Hertha gespielt und leider auch dann unglücklich 1-0 verloren und durch ein Tor in der 90. Minute durch Mineiro, das weiß ich noch ganz genau, da war ich am Busbahnhof in Sao Paulo und habe das Spiel gehört und habe mich sehr geärgert, dass in der 90. Minute Hertha BSC dieses Spiel gewonnen hat. Ja, ich mich auch. Und zwei, drei Tage später hat Huub Stevens dann gesagt, okay, er möchte einen kleineren Trainingskader. Es war ja auch eine angespannte Situation und hat mich und ein paar andere erstmal runtergeschickt zur zweiten und danach kam ich dann nicht mehr in Kader. Absolutes Highlight ist natürlich, dass ich auch einmal in der Champions League im Kader war, beim einzigen Sieg in der Gruppenphase gegen ZSKA Moskau beim Heimspiel. War auch sehr turbulent, aber war cool dabei zu sein. Und um nochmal auf die Frage so zurückzukommen, also anfangs, wie ich gerade schon gesagt habe, ist man natürlich total froh, überhaupt dabei zu sein und dann zum Ende hin, als man dann auch wieder runtergeschickt wurde, hat man sich schon gedacht, okay, ist ein bisschen schade, dass man nicht wirklich so die Chance bekommen hat, aber das ist alles auch schon eine ganze Zeit her, wie gesagt, die Konkurrenz war auch wirklich sehr, sehr stark damals und von daher alles gut, so wie es ist. Du hast eben mal Carsten Behrer angesprochen, von dem hat man ja lange nichts gehört. Hast du mal was von ihm gehört? Habt ihr noch in irgendeiner Form Kontakt und weißt du, was er heute macht? Nee, ich weiß es leider gar nicht. Ich habe irgendwann mal gehört, dass er zurück nach Berlin ist mit seiner Familie, aber wie gesagt, ich weiß es leider auch nicht ganz genau. Es war, ja, also ab junger Jahrgang B-Jugend eigentlich oder sogar alter Jahrgang C-Jugend, dass er mich ab und zu auch in die B-Jugend mit hochgenommen hat und von da ab an, also eigentlich über 5 Jahre, war irgendwie gefühlt immer mein Trainer. Du hast dann ja auf jeden Fall irgendwann für dich entschieden, dass es vielleicht besser ist, dass man eine Luftveränderung hat, bist dann für ein Jahr nach Osnabrück gegangen und hast dich ausleihen lassen und danach zum FC St. Pauli und die Frage St. Pauli oder HSV haben wir jetzt ja schon ausreichend diskutiert, aber es gibt auch natürlich ein paar andere Fragen aus deiner Zeit beim FC St. Pauli und die erste, du hast ihn schon angesprochen, der heutige Cheftrainer Timo Schulz hat mit dir noch zusammengespielt beim FC St. Pauli und der macht für uns den Start. Ja, guten Morgen Abendblatt. Hallo Ruven, Timo Schulz hier, Trainer FC St. Pauli.
Ich freue mich sehr für euch, dass ihr Rufen da habt. Ist ein cooler Typ. Wir haben uns als Mitspieler schon sehr gut verstanden. Er war schon damals ein sehr offener, kommunikativer Typ. Hat natürlich auch von Anfang an seine Qualitäten auf dem Platz gezeigt. Unfassbar gute Ballsicherung. Sein Schuss mit links ist, glaube ich, bis heute eine Waffe. Nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten und dritten Liga gefürchtet. Und ja, ich kann mich noch daran erinnern, als Stani damals den legendären Fettclub ausgerufen hat. Da waren alle Spieler drin, die über 13% Körperfett hatten. Und Rufen gehörte dazu. Und unser damaliger Athletiktrainer Dr. Pedro González hat penibelst darauf geachtet, dass die nach dem Training immer mit Regenjacken dann auf dem Fahrrad nochmal eine halbe Stunde ausradeln. Und ja, es war nicht nur Rufen dabei, sondern es war auch Marius Ebbers dabei, Dennis Naki dabei, Max Kruse dabei, ja, Florian Bruns, glaube ich, sogar noch irgendwie in Reichweite. Auf jeden Fall waren das alles unsere Spieler, inklusive Matze Lehmann auch noch, die die Tore geschossen haben. Und deswegen kam dann irgendwann mal das Motto auf Fett schießt Tore. Da konnte unser Athletiktrainer dann auch relativ wenig gegen sagen. Und ja, würde mich mal interessieren, ob das heute auch noch so ist, das Motto bei Rufen, oder ob er da ein bisschen an sich gearbeitet hat. Ansonsten weiterhin viel Erfolg. Nicht unbedingt gegen uns, hast ja auch ein Tor geschossen, das muss dann in der Rückserie nicht wieder sein, aber ansonsten wünsche ich dir alles Gute, vor allem jetzt gegen die Rauten, ne? Hau einen rein und lass dich feiern. Ansonsten bleiben wir in Kontakt und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Ciao, ciao, Rufen. Fett schießt Tore, sagt Timo Schulz. Schöne Überschrift. Ja, das war das Motto damals bei uns. Also den Fettclub gab's. Allen voran natürlich Marius Ebbers, der in der Saison natürlich die meisten Tore bei uns geschossen hat. Der fetteste war? Fettwert. Nee, nicht der fetteste. Also wir hatten auch noch Benedikt Piquet, der auch immer ein bisschen zu kämpfen hatte mit dem Fettwert, aber ja, war ein bisschen ein lächelndes Auge mit dabei. Und mittlerweile muss ich sagen, ich wäre nicht mehr im Fettclub. Also da habe ich ein bisschen abgebaut. Ernährung umgestellt jetzt nicht unbedingt. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe einfach ein bisschen mehr in Kraftraum, als es damals der Fall war. Und von daher bisschen definierter geworden. Du hast mal in einem anderen Podcast auch erzählt, so eine Currywurst mit Pommes, das ist schon immer noch etwas, wo du nicht gut vorbeikommst. Weißt du deinen heutigen Fettgehalt? Wird sowas bei euch gemessen und auch euch dann mal gesagt in der Vorbereitung, wenn vielleicht das eine oder andere Gramm zu viel dabei ist? Ja, also der wird schon recht regelmäßig überprüft, dass es halt dann auch nicht zu viel wird, oder man weiß, wenn jetzt einer aus einer Verletzung zurückkommt, wie viel er in etwa zugenommen hat. Also bei mir ist er bei 11. Ist okay. Wir haben auch welche, die haben so 6-7% nur. Unser Fitnesstrainer sagt immer so 10 wäre super. Bei mir sagt er auch 11 ist auch völlig in Ordnung. Kommt bei einer Spielweise auch zugute, mal so ein bisschen den Gegner wegdrücken. Und von daher bin ich mit mir im Reinen. Reicht das denn noch für den Fettclub beim FC St. Pauli, die 11? Oder? Nee, die hätten nicht gereicht. Also da müsste ich nicht strampeln. Okay. 13 hat, glaube ich, Timo Schulz gesagt, war die magische Grenze. Er hat davon gar keine Ahnung, das waren nur 12. Der war viel zu weit weg davon. Aber das schien ja ehrlicherweise ein großes Thema beim FC St. Pauli gewesen zu sein, weil wir haben gleich die nächste Fragesteller, ist Fabian Boll, der auch durchaus etwas länger über diesen Fettclub gesprochen hat. Seine Theorie war, ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist, dass dein Spitzname dann auch irgendwas mit TKKG und Klöße zu tun gehabt hätte, aber weiß ich nicht, ob er da auf dem richtigen Trichter ist. Auf jeden Fall hören wir mal. Er hat auch noch eine andere Frage außer zum Fettclub und die hören wir mal jetzt. Ein flottes Moin Moin in die Runde vom Boller. Wieder mal, muss ich ja schon sagen. Schon der zweite Auftritt für einen HSV-Podcast. Und da muss ich sagen, das entwickelt sich langsam in eine Richtung, die mir Angst machen sollte. Oder vielleicht auch nicht, denn für gute alte Weggefährten macht man sowas natürlich gerne. In dem Sinne auch Hallo Ruven. Ich habe gehört, du hast mich in deine Traumelf gewählt. Allerdings, was mich verwundert, gut, Kalla neben mir verstehe ich noch, aber was denn, warum denn diese Blindpiken von Ronaldo, Messi, Özil, was, also Ferdinand? Das macht doch alles keinen Sinn. Also klar, ja, irgendwo soll ich da die Kohlen wahrscheinlich wieder aus dem Feuer holen und die anderen mit durchschleppen.
zusammen mit Schnecke. Aber das musst du mir auf jeden Fall nochmal erklären. Und ansonsten hoffe ich, es geht dir gut und bleib vor allem gesund. Und wir sehen uns ja auch bald in der Liga wieder und da freue ich mich schon drauf. Also, alles Gute und viel Spaß noch mit den Maggern vom HSV-Podcast. Ja, Fabian Boll, der Kommissar, ermittelt und hat mitbekommen, dass du ihn in deine Traumelf nominiert hast, an der Seite von Flitzpiepen wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ja, wie kannst du das erklären? Also das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber ja, Boller war einfach, also gesetzt quasi in der Elf, weil er einfach cool war auf dem Platz. Also der hat dazwischen gefegt, wenn es sein musste, konnte aber auch mal den ein oder anderen feinen Pass spielen und ist einfach vorangegangen. War sich für nichts zu schade und ja, noch dazu wirklich auch ein total lieber, netter Mensch, der auch mit dem ich auch immer noch recht regelmäßig Kontakt habe und auf den ich mich immer wieder freue, wenn ich den wiedersehe. Ist ja quasi auch Rivale im Aufstiegskampf, ne? Als Co-Trainer von Holstein Kiel. Die haben jetzt auch wieder gewonnen, sind auf Platz 3, haben euch überholt. Gibt es da hier und da nochmal die eine oder andere Frotzelei? Ja, wir hatten es jetzt zum Pokalspiel habe ich natürlich auch gratuliert, so wie es sich gehört. Das Hinspiel habe ich leider verpasst, da war ich verletzt, da habe ich einen Schlag in die Wade bekommen. Da habe ich ihn dann leider nicht gesehen. Aber jetzt dauert es ja nicht mehr lang, dann spielen wir wieder gegeneinander und dann kann man auch mal wieder ein bisschen quatschen. Sonst ab und zu halt mal, wenn ein besonderes Spiel ist, dann schreibt man sich halt mal kurz hin und her ein paar Nachrichten und ja, er macht ja auch seinen Weg ganz gut. Bist du denn auch Mitglied in dieser offenbar schon legendären WhatsApp-Gruppe von ehemaligen St. Paulianern, Timo Schulz, Boller, Ralf Gunesch, Marius Ebbers, bist du da auch drin in dieser WhatsApp-Gruppe? Nee, das ist dann wahrscheinlich eher die etwas ältere Generation. Also die schreiben dann wahrscheinlich noch viel hin und her, aber da bin ich nicht drin. Wobei er ja tatsächlich auch überhaupt nicht in Frage gestellt hat, dass du ihn für deine Traumelf nominiert hast. In Frage gestellt hatte aber die andere, warum du, ne? Ja. Die anderen dabei hattest, die er dann durchschleppen müsste. Ja, also gut, die anderen muss man reinnehmen, weil die einfach Weltklasse sind. Also und Özil ist eigentlich so mit, also den habe ich reingenommen, weil er eigentlich der beste Spieler ist, mit dem ich selbst zusammengespielt habe. Und Rio Ferdinand. In der U21, oder? In der deutschen U21, genau, ne? Genau, und der war einfach unglaublich. Also ja, wie gesagt, der beste Fußballer, mit dem ich zusammengespielt habe. Und ja, der kann dann nach hinten ein bisschen sich ausruhen, weil Boller räumt er auf. Wir haben noch eine Nachfrage von Fabian Boll und da geht es auch um das Thema schöne Bälle. Ach Mensch, eins habe ich ja noch total vergessen. Die wichtigste Frage überhaupt, also quasi die Frage aller Fragen und die du ganz allein mir nur beantworten kannst. Ich stelle sie dir zwar jedes Mal, wenn wir irgendwie Kontakt haben und in jeder privaten WhatsApp, SMS, was auch immer und auf jeder hinterlassenen Sprachnachricht auf der Mailbox, aber jetzt auch mal auf offiziellem Kanal nochmal. Ruben, wann spielen wir wieder ein paar richtig geile Bälle? Ein paar richtig geile Bälle, das ist die Frage, welche Sportart ist gemeint? Natürlich Fußball, das bietet sich ja an. Wir haben vor dem Training damals immer, haben wir uns so 10, 15 Meter auseinandergestellt und mit der Innenseite richtig hart die Bälle hin und her geknallt. Und ja, das hat einfach gut gepasst. Also da kam gefühlt auch jeder Pass. Und das war aber ganz cool, so ein kleines Ritual, eine Minute lang die Dinger hin und her geknallt. Und seitdem ist immer, wann spielen wir mal wieder ein paar richtig geile Bälle. Letztes Mal, wie gerade schon angesprochen, hat es leider nicht geklappt, aber dann soll er im Rückspiel einfach eine Minute rüberlaufen und beim Warmmachen bei mir mit dabei sein. Dein linker Fuß war auf jeden Fall schon immer stark, auch damals in der U21. Du hast eben Mesut Özil angesprochen. 2009 war ja die Europameisterschaft. Du hast die EM verpasst. Soweit ich weiß, pfeifisches Drüsenfieber. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Richtig. War das so der schwierigste Moment in deiner Karriere?
einer der schwierigsten auf jeden Fall. Man war so, ja, als Talent überall immer gehandelt und es hat dann bis in die U21 ist man angekommen. Die komplette Quali habe ich durchgespielt und auch viele Tore wirklich gemacht und habe mich dann kurz vor dem Turnier habe ich mir dann die Krankheit geholt und habe dadurch halt die EM dann verpasst, die dann auch noch gewonnen wurde und das war schon hart, damit so wirklich umzugehen in der ersten Zeit und man hat auch so ein bisschen hinterher getrauert, so, oh Gott, was wäre gewesen, wenn und so weiter, wo wäre ich vielleicht heute, aber es kam dann halt irgendwann der Punkt, wo man dann gesagt hat, okay, bringt nichts zurückzuschauen oder dem hinterher zu trauern, es geht halt weiter und ist, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, immer noch schade, dass ich es verpasst habe, aber ich traue da eben nicht so hinterher, dass ich da irgendwie Chancen vielleicht nicht eröffnet haben. Horst Rubisch war damals dein Coach, ne? Also ich glaube, der war auch dein erster Trainer bei einer U-Nationalmannschaft der Deutschen, oder? Nee, ich hatte von der U15 und U16 hatte ich noch Paul okay. Schumann. Der ist jetzt, ich glaube, war auch kurze Zeit Futsal-Nationaltrainer. Auch spannend. Ja, das ist wirklich spannend. Und dann ab der U17 hatte ich Horst Rubesch, dann in der U21 war erst noch Dieter Eils. Und der wurde dann von Horst Rubesch abgelöst. Ja, Henrik hat eben gefragt, ob das so einer der schwersten Momente deiner Karriere gewesen sei. Mir würde da jetzt wahrscheinlich noch ein anderer einfallen, wenn ich jetzt mal die HSV-Brille kurz aufsetze. HSV Karlsruhe, oder besser gesagt Karlsruhe HSV, Tomorrow, my friend, tomorrow, da klingelt es wahrscheinlich bei dir, oder? Ja, gut, da habe ich natürlich auch noch ganz gute Erinnerungen an die zwei Spiele. Es ist natürlich bitter gelaufen. Ich habe fest damit gerechnet, dass Raphael van der Vaart den Freistoß schießt. Und er selbst vielleicht schon, auch. Er war schon eigentlich bereit, zurück zur Linie zu laufen. Das hatte ich davor auch schon ab und zu gemacht und habe auch mal einen Freistoß von der Linie weggeköpft. Aber ja, dann hat halt Diaz den Freistoß geschossen. Ein, wie man immer noch sagen muss, unberechtigten Freistoß. Aber es ist halt wahnsinnig bitter gewesen. Wär für uns ja was ganz Großes gewesen. Der HSV hat's in den Jahren davor schon nicht gut gemacht, in den Jahren danach auch nicht. Also wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn sie in dem Jahr schon abgestiegen wären. War man da so als Spieler, hatte man so richtige Wut dann auch auf diesen HSV? Der war ja zu diesem Zeitpunkt irgendwie unabsteigbar, hat es immer noch wieder geschafft. Wie war das bei dir? Ja, es war eigentlich wirklich schade, weil dieser Verein so ein großes Potenzial hat und irgendwie gefühlt von wirklich ja auch ein bisschen weiter außen betrachtet, scheinbar so viel falsch gemacht hat, aus dem Potenzial nicht wirklich was ausschöpfen zu können, dass Mannschaften wie Mainz, wie Augsburg, wie Freiburg und da gibt es wahrscheinlich noch zwei, drei andere Beispiele, die mit weniger viel mehr erreicht haben, über Jahre hinweg und sich einfach sich selbst in diese Misere rein manövriert haben. Und natürlich verliert niemand gerne gerade so wichtige Spiele. Dann konnte man eine Zeit lang das alles nicht so sehen mit so viel mit wenig Emotionen. Also man hat natürlich dann immer gedacht, so, mein Gott, ey, und eigentlich hätten wir vielleicht da spielen müssen und nicht die. Aber das ist dann, für mich ging es dann in der nächsten Saison ja auch dann in England weiter. Da waren eh viele Eindrücke, war vielleicht auch ganz gut, weil man so ein bisschen Abstand gewinnen konnte. Und
Ja, also gut, wenn ich natürlich darauf angesprochen werde, dann denke ich darüber nach, aber es ist jetzt nichts, wo ich nachts vorm Einschlafen noch irgendwie ja, ein paar Schauer habe. Direkt nach dem Spiel hat Jens Todt, der damalige Sportchef, diesen berühmten Satz gesagt, der übrigens später ja dann Sportchef vom HSV wurde, diesen berühmten Satz gesagt, er könnte gar nicht so viel essen, wie er kotzen könnte. Und er hat dann aber zu diesen Geschehnissen, was nach dem Abpfiff dann noch war, da hat er nicht mehr das allerbeste Gedächtnis und hat eine Nachfrage. Hallo Rufen, hier ist Jens. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Rufen, ich habe in letzter Zeit ein paar Mal an die Relegation 2015 gedacht, als wir mit dem KSC knapp am HSV gescheitert sind, vor allem auch durch die Fehlentscheidung des Schiedsrichters damals. Und ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen an den Tag, aber ich weiß gar nicht mehr, was wir an dem Abend gemacht haben, nach dieser großen Enttäuschung. Was haben wir eigentlich abends gemacht? Waren wir noch als Mannschaft irgendwo zusammen? Oder ist jeder nach Hause gefahren und hat irgendwie in sein Kissen geschluchzt? Weißt du das noch? Alles Gute und viele Grüße an die ganze Familie. Ja, das ist ja nett. Ja, das weiß ich noch. Wir hatten eine Location gebucht, natürlich auch für den Falle, dass wir aufsteigen. Es hätte natürlich ein Mega-Abend sein können. Es war so eine cool hergerichtete Lagerhalle und mit coolem Buffet, Liveband. Wirklich viel Mühe gemacht, aber ja, wir saßen dann da zusammen, haben zusammen gegessen, nochmal ein bisschen zusammen miteinander gequatscht, aber es war natürlich jeder sehr, sehr enttäuscht. Ja, so lang ging dann die Feier dann auch nicht. Ich glaube, es sind dann, ja, weiß nicht, so nach anderthalb, zwei Stunden sind wahrscheinlich die meisten dann auch nach Hause gefahren und haben dann ins Kissen geweint. Und du selbst auch ins Kissen geweint oder musste deine Frau dich noch trösten? Wie war's? Nein, ich hatte einen Moment nach dem Spiel. Also ich habe auf dem Platz, da ist man natürlich wahnsinnig enttäuscht, aber erstmal den ein oder anderen Mitspieler nochmal getröstet. Und ich hatte dann im Stadion, in den Katakomben, dann, als ich meine Schuhe weggepackt habe, einen Moment, wo dann die Tränen kamen und da hatte unser damaliger Pressesprecher mich dann auch nochmal in den Arm genommen und ja, es war einfach, ja, sehr emotional. Hast du dir dieses Tor eigentlich danach nochmal bei YouTube oder sowas angeguckt oder ist das ein Wunderpunkt und das hast du einmal auf dem Platz gesehen und nie wieder? Ich habe es ehrlich gesagt nicht nochmal wieder gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob es irgendwie auch eine Zusammenfassung von den Relegationsspielen gibt, aber ja, wie gesagt, ich weiß ja noch, wie es gewesen ist, von daher muss ich es mir nicht angucken. Im Hinspiel dafür hast du ja ein ziemlich schönes Tor gemacht, da war ich auch im Stadion oben in der Ecke und kann mich noch an diesen Schuss erinnern aus ziemlich spitzen Winkeln. Hast du dir das Tor nochmal angeschaut? Auch wenig. Wir hatten, ich glaube, ich habe das irgendwann mal als WhatsApp-Nachricht zugeschickt bekommen. Aber ja, an das Tor kann ich mich ja trotzdem noch erinnern. Das war wirklich ein sehr spitzer Winkel. Ich glaube, dass wahrscheinlich auch Adler dann ein bisschen überrascht war, dass ich überhaupt von da geschossen habe. Aber der hat genau ins lange Eck gepasst. Und von daher, ja, genau. Der liegt mir. Mensch, warum hat er aufgehört? Auf Adler. Wir wollen am Ende des Podcasts jetzt nicht nur über irgendwelche Depri-Momente mit dir sprechen, U21, EM verpasst und Tomorrow, my friend, tomorrow in Karlsruhe, sondern natürlich auch über, nochmal ganz kurz vielleicht, über deine absoluten Highlights, davon gab es ja auch genug und da hat Mäuschen noch eine Frage. Also emotionale Momente gab es ja relativ viele in deiner Karriere, seitdem ich auch dabei bin, aber ich würde gerne mal wissen, welches von deinen Erlebnissen, wo ich dabei war im Fußball, den größten Wert hat, woran du dich am liebsten erinnerst? Ja, Janine Hennings, deine Frau, die du aus Hamburger Tagen ja, durch all deine Stationen noch mitgebracht hast, oder? Ja, genau. Also damals bei FC St. Pauli haben wir uns kennengelernt und
dann gab es eigentlich auch nie Diskussionen, ob sie dann mitkommt oder ich vielleicht alleine irgendwo hingehe. Also es war immer wir zusammen und auch als Familie dann. Und ja, ich könnte das auch gar nicht ohne meine Frau oder ohne die Kinder irgendwo hinzugehen. Der emotionalste Moment, Ich habe schon einige, oder? Aufstiege, Abstiege. Ja, und sie ist dadurch, dass sie wirklich ja auch immer mit dabei ist, eigentlich, also bei Heimspielen immer, immer mit dabei, ist das natürlich, ja, ich weiß, dass wir, als wir aufgestiegen sind mit Burnley, in dem Moment, wo wir dann uns in die Augen gesehen haben, war einfach, war cool. Aber auch der Moment, als wir aufgestiegen sind mit Fortuna in Dresden und dann zurückgeflogen sind. Und da haben unsere Frauen halt uns auch einen coolen Empfang bereitet. Und da halt, ja, einfach so ihr Lächeln dann zu sehen, ihr in den Augen, wenn das so glänzt und stolz und ja, dann, ich habe ein Video leider nur gesehen. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich der emotionalste Moment. Der wurde gefilmt, kurz bevor ich das entscheidende Tor in Dresden gemacht habe. Ich glaube, da hätte ich sie, oh Gott, so gerne gesehen in dem Moment, weil sie ist sehr, sehr emotional, was das angeht. Und da hätte ich sie wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Ja. Sie kommt ja auch aus Hamburg, du bist Bad Oldesloe, also den Norddeutschen sagt man ja eigentlich nach, dass sie so ein bisschen unterkühlter sind. Wie ist das bei euch beiden? Also bei ihr hat man ja das Gefühl, dass sie auf jeden Fall etwas mehr ja, Temperament aus Süddeutschland oder aus Südeuropa hat. Ja, mehr als ich auf jeden Fall. Ja, sie ist halt halb Portugiesin, halb Bosnierin. Da ist schon eine Menge Feuer drin auf jeden Fall. Aber sonst, ja, sie ist auch durch und durch Hamburgerin. Ich als Schleswig-Holsteiner und generell, wir sind aus dem Norden, wir sind, sagt man ja, eher ein bisschen distanzierter im ersten Moment. Wenn wir immer so überlegen, würden wir sagen, eigentlich gar nicht so. Aber wir, jetzt sind wir ja schon ein bisschen auch in Deutschland rumgekommen, im Süden oder auch jetzt hier im Rheinland, sind die Leute natürlich schon ein bisschen offener. Aber ja, ich denke, wir sind halt einfach Norddeutsche und das ist auch völlig in Ordnung so. Du hast ja jetzt echt ein paar Aufstiege und auch ein paar Abstiege mitgemacht, also viele, viele emotionale Momente gehabt. Ich glaube, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass wenn jetzt im Sommer als emotionaler Moment nochmal ein Doppelaufstieg HSV Düsseldorf dazu kommt, dann sind alle irgendwie happy. Das wäre dann wahrscheinlich auch ein ganz netter Moment, den man zusammen feiern könnte. Ja, da hätte ich natürlich nichts gegen. Also solange wir aufsteigen, kann gern aufsteigen, wer will. Also schauen wir da mal. Ja, und schauen wir mal, was vielleicht ja auch danach noch kommt. Und wir kommen langsam zu einem Ende. Deswegen hier noch eine Frage zur Zukunft deiner Karriere. Hallo Papa. Ich wollte dich fragen, was du mal werden möchtest, wenn du fertig bist mit Fußball spielen. Das war Lia Tanisha und richtig. Ja, die stellt die Karrierefrage. Ja, das ist eine Frage, mit der man sich dann jetzt, ja, so, wenn die 30 dann so langsam kommt, dann fragt man sich schon, okay, wie soll es weitergehen? Und jetzt steht bei mir schon recht lange auch die 30 vorne und seitdem habe ich eigentlich immer so den Gedanken, dass ich auf jeden Fall meine, also die Trainerlizenzen machen möchte, mich ja da versuchen oder in dem Trainerbereich versuchen Fuß zu fassen. Das interessiert mich schon, weil als junger Spieler hinterfragst du die Dinge gar nicht so, da spielst du einfach und machst, was dir gesagt wird, aber wenn du halt ein bisschen älter wirst, dann hast du schon den ein oder anderen Trainer gehabt, verschiedene Trainer, verschiedene Ideen, hast für dich auch vielleicht so eine Art Fußball, die du favorisierst und wie du denkst, Dinge lösen zu können. Und da denke ich, ja, hätte ich auf jeden Fall große Lust dran und könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also das werde ich angehen. Ist natürlich dann auch schwierig, da irgendwie reinzukommen, aber ich werde es versuchen.
Du hast ja auch zwei kleine Jungs. Wie sieht es da aus zu Hause? Bringst du denen schon einiges bei? Manndeckung, Raumdeckung? Ja, Manndeckung, Raumdeckung, so weit sind die noch nicht. Aber so, ja, technisch sind die natürlich Wahnsinn. Die sehen natürlich auch ich bin ja anders aufgewachsen, da gab es die ganzen Videos auf YouTube und sowas, gab es ja alles noch gar nicht, da bist du raus auf dem Bolzplatz und hast gemacht. Und jetzt so machen die hier schon Rabona und Hacke und was weiß ich alles. Also die sind beide sehr, sehr fußballbegeistert, spielen sehr, sehr viel. Manchmal kostet es ein bisschen Überwindung, nach dem Training dann zu sagen, ja klar, ich spiele nochmal mit, aber ja, also es macht natürlich viel Freude, wenn man sieht, wie begeistert die dabei sind. Erinnert auch so ein bisschen an einen selbst, wie man dann früher war und rumgebolzt hat. Und ja, das macht einen schon stolz, als Fußballer seine Jungs dann auch Fußball spielen zu sehen, wenn die da so viel Spaß dran haben. Du bist jetzt 33. Wie lange hast du noch Spaß daran, selbst zu spielen? Ja, das wird sich zeigen. Also aktuell macht es mir wirklich noch sehr, sehr viel Spaß. Glücklicherweise spielt mein Körper auch sehr gut mit. Also ich habe keine Wehwehchen oder dass ich jetzt irgendwie morgens denke, so lange halte ich das nicht mehr aus. Also ich versuche, solange es geht, solange es Spaß macht, solange ich auch merke, dass ich mithalten kann. Also ich hätte jetzt keinen Bock, da irgendwie hinterher zu rennen. Aber gut, welcher Verein macht das dann auch noch mit? Ne? Also von daher, ich spiele einfach, solange es Spaß macht. Ich denke, dass ich noch ein bisschen was im Tank habe. Könnt ihr euch vorstellen, irgendwann nochmal in den Norden zurückzukommen als Familie nach Hamburg? Und mich würde auch noch interessieren, gab es jemals eigentlich die Möglichkeit, zum HSV zurückzukehren? Also aktuell ist es nicht angedacht, nach der Karriere nach Hamburg zurück oder in den Norden zurückzukommen. Wir hatten das Thema ja auch mit den Trainerlizenzen, da bietet sich der Standort hier im Westen natürlich absolut an. Die Lehrgänge sind hier direkt vor der Haustür. Wenn man dann den Fußballlehrer machen möchte, ist das auch nicht so weit weg nach Köln. Von daher ist der Standort erstmal wirklich sehr, sehr gut, den wir hier haben. Wir haben jetzt vor einem Jahr ein Haus gekauft im Süden von Duisburg, also auch um die Ecke. Und wir fühlen uns hier wohl. Die Kinder sind jetzt auch schon eine gewisse Zeit hier. Und von daher ist das aktuell jetzt gar nicht so das Thema, zurückzugehen und auf die andere Frage zurückzukommen. Also es gab mal losen Kontakt, aber irgendwie waren die Planungen dann immer doch ein bisschen anders und hat sich nie ergeben, aber ja, so ist das halt im Fußball. Kannst du verraten, mit wem das war, mit welchem Sportchef? Ich habe die Frage nicht verstanden. Wie gut, der Empfang wird gerade ganz schlecht. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal nachbohren, aber eine Frage, die kannst du nicht überhören, nämlich das ist die Frage, die wir allen unseren Gästen als allerletzte Frage immer stellen. Ist ja ein HSV-Podcast und deswegen lautet die Frage, wann steigt der HSV auf? Ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber ich vermute, dass der HSV das in dieser Saison schafft. Ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen und vielleicht klappt es dann ja auch mit dem Doppelaufstieg HSV und Düsseldorf. Das Spiel auf jeden Fall dann am Dienstag und dann gibt es ein Wiedersehen, auch für dich, vielleicht mit ehemaligen Hamburgern, wobei ich glaube, da gibt es gar keine mehr, oder? Also, nee, Mitspieler, ehemalige Mitspieler, die immer noch beim HSV sind oder selbst wieder da sind, gibt's keine, nee. Aber Miro müsste noch da sein. Von daher, der ist da und der wird auch immer da bleiben. Ganz genau. Von daher, den sehe ich dann ja wieder. Das hat ja auch was. Und Kai Rabe, mit dem habe ich ja beim KSC zusammen gearbeitet. Also er nicht mit mir, aber er hat ja die Torhüter bearbeitet. Sehr gut. Also wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine gute Stunde, ein bisschen über alte Zeiten und alles zu philosophieren. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne, war nett. Dankeschön.
Und tatsächlich gibt es bei uns beiden ein Wiedersehen schon am Dienstag, weil ich werde nach Düsseldorf mit dem Zug fahren und dann das Spiel mir angucken. Ein Wiederhören hier im Podcast gibt es dann nächste Woche am Montag, wo wir natürlich auch über den letzten Tag der Transferfrist ein bisschen philosophieren wollen. Und das weißt du hoffentlich noch aus deiner Hamburger Zeit, Rufen. Bei uns heißt es immer am Ende, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.